Pass auf. Einen Moment. Ticket. Jetzt kommt die Lösung des Geheimnisses. Moment, ich schalte aus. Das zur Feier des Tages. Heute ist ein historisches Tag. Wo ist das jetzt? Hier. Sekunde, wenn ich im Kopf bewege, falle ich um. Deswegen mache ich das nicht gesundheitlich bedingt. Aber ich sage Ihnen mal, was heute ist. Am 3.3.2023. Ne? Mal sehen, ob meine Ehefrau das vergisst, das Datum. Ne? Ich kann aber auch das Stammbuch reitet. Stammbuch heißt es, weiß. Und der Blumenstrauß. Frauen wollen dann einen Blumenstrauß. Weil zum Zeichen der Liebe. Ne? Und wer weiß es? Also bitte nicht anrufen. Tatsächlich hatten wir nicht 400 Millionen Euro wie der vom Radio, sondern wir haben da wirklich geheiratet. Ne? Die für die Müllentsorgung, das passt zu meinem beruflichen Thema, das ist ja Einwegverpackung aus Kunststoff und dann sollen die blechen, damit die Entsorgung von wildem Müll hier gegenfinanziert wird. Sagt er gerade, das wusste ich schon längst, aber ich habe den Hochzeitstag als Mann tatsächlich nicht vergessen. Angeblich vergisst man das. Nur wenn man oft heiratet, dann vergisst man ihn natürlich, weil das sind dann zu viele Termine. Und das ist bei mir nicht der Fall. Also rein nach dem bürgerlichen Gesetzbuch gemeint. Anders schon. Aber ich treffe mich wirklich mit einem Landtagsabgeordneten, wenn ich nicht gerade mit meiner Frau eben den Hochzeitstag begehe. Ich weiß ja, was sie mag und man könnte auch einen Überraschungseffekt einbauen. Plötzlich geht die Tür auf, so eine ganze Horde mit Trillerpfeife. Das können wir auch machen, das wäre auch nicht schlecht. Aber wenn dann der Virus kommt und ich muss noch mehr husten als sowieso schon, dann ist das auch nichts, meine Damen und Herren. Außerdem muss man schlafen, sonst wird der Bart zu lang. 10,5%. Wer die? Tug. Aha. Jetzt, das noch, Spender. Das wird gut, das weiß ich schon. Aber jetzt folgendes. Wenn Sie praktisch gratulieren wollen zum 23. Hochzeitstag, kann man sich gut merken, auch für Dumme, auch die anrufen. Wer lesen kann, kommt weiter. Das sage ich natürlich nicht, wenn ein Dummer anruft, sondern ich sage aber, er soll die Wolldecke aus dem Mund nehmen, so wie der neulich vom Radio. Aber das kann man sich gut merken, 23 Sekunden, 3:23 war sogar jetzt auf der Uhr. Ne? Also Köpfchen. Ich habe heute Nacht einen angehört noch, er hat mir hier was erklärt. Jetzt mache ich das Rätsel zum Schluss und schalte ich aus. Also M hoch 6 plus M hoch 3, Klammer zu, ist gleich 36. Was ist M? Köpfchen. Das habe ich unterrichtet, auch wenn es keiner glaubt. Aber ich kann Ihnen auch noch was erklären. Das hat er wirklich ausgerechnet. Er hat es auf Indisch-Englisch erklärt. Das fand ich so lustig, dass ich fast das Schlafen verpasst hätte. In diesem Sinne, schlafen Sie gut. And have sweet dreams in this night. And later we go to the Carlos Smith Station. And we will ask some question to the great and big man who comes every time if FFF motion goes to me to talk to me. I'm the president from the left party in Weilderstadt town, and the other man is a member of the Green Party, and he's a good man in the parliament of the county of Baden-Württemberg. And then we want to go to the motion and look whether the young people
the young people say to us, please respect, please respect us, please respect us, we want a future. You will die soon, but we want a future. Please respect us. We don't want more than life.